Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AZTV. Die AZ fährt heute mit Peter Maffay von Hamburg nach Bremen. Mit dabei sind viele Fans, die eine rockige und stimmungsvolle Drum-Session als Vorgeschmack auf die Tour 2015 erleben. Bei der macht das Rock-Urgestein auch Halt in Uelzen am 24. Mai 2015 auf dem Uelzen Open Air auf dem Albrecht-Herr-Gelände. Mehr morgen in der AZ. Auch nächstes Jahr wird es ein Stadtfest in Bad Bevensen geben, obwohl die Bad Bevensen Marketing GmbH in ihrem Wirtschaftsplan 2015 vorerst kein Geld für die dreitägige Veranstaltung eingeplant hat. Denn die Interessengemeinschaft Lüneburger Straße, in der Privatleute und Gewerbetreibende organisiert sind, macht nach Bekanntwerden des aktuellen BBM-Etats mobil. 2015 wird es das Stadtfest in der Lüneburger Straße geben, kündigt die Interessengemeinschaft im Internet auf ihrer Seite des sozialen Netzwerkes Facebook an. Weitere Hintergründe zu dem Thema morgen. Für das Trinkwasser werden Einwohner des Landkreises Uelzen, die über den Wasserversorgungszweckverband versorgt werden, künftig mehr zahlen müssen. Zum 1. Januar steigt der Preis für einen Kubikmeter Wasser von 60 Cent auf 74 Cent. Das entspricht einem Anstieg von 23,3% des Preises. Das ist nicht wenig, räumt Frank Peters, Geschäftsführer des Verbandes, ein. Weitere Hintergründe morgen. Zum Schluss der Sendung wie immer ein Blick auf das Wetter. Osteuropa hoch Robin geht, ein Keil des Azorenhochs kommt. Damit hält das trübe, zu Nebel und Hochnebel neigende Wetter an, sagt unser AZ-Wettermann Zacki voraus. Achtung, Straßenglätte. Die Temperaturen sind jedenfalls geeignet dafür. Bis 2 Grad werden am Tag, 0 Grad in der Nacht gemessen. Das war AZTV für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich auch morgen wieder.